Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV zum Tesla EV Journal. Wir führen die Autobahnfahrt fort inklusive Supercharging und gehen den vier Fragen auf den Grund: Reichweite, Ladenetz, Ladegeschwindigkeit und Preis. Wann sind die Elektroautos denn salonfähig? Wir klären das heute. Wir fahren und diskutieren über Vampirverbräuche und die Auswertung läuft gerade. Ich bin gerade unterwegs mit dem Wagen hier die ganze Woche ohne zu laden. Was sind die Verbräuche? Wie viel verliere ich über Nacht? Dazu die ersten Einsichten heute auch in dieser Sendung. Viel Spaß dabei! It's insane! Ja, liebe Zuschauer, ich bin gerade eingestiegen, ihr habt es gesehen, die Anmoderation, und jetzt fahren wir mal los. Ja, die Woche läuft, es ist Mittwochabend und ich fahre heute die zweite Fahrt. Ich habe das alles dokumentiert, das zeige ich euch dann eventuell noch zum Anschluss, wenn nicht in der nächsten Sendung. Ich bin jetzt 199,5 Kilometer gefahren mit diesem Auto diese Woche, es ist Mittwoch. Ja, ich habe alle Fahrten aufgeschrieben und 179 ist der Durchschnitt, 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und wer neu dabei ist, herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ihr seht, ich fahre auch für euch. Nach 5 Jahren Erfahrung auf Teslas gibt es jetzt hier wieder viele Einblicke in die Fahrerei auf Elektromobilen. Und deswegen nehme ich euch auch gleich mit auf die Autobahn. Fortsetzung des Autobahnerlebnisses, wo es darum geht, die vier wichtigsten Fragen zu klären: Reichweite, wie viel WLTP braucht man dann, um vernünftig zu fahren, was für ein Ladenetz wird benötigt, mit welcher Geschwindigkeit muss man denn laden, damit das zufriedenstellend ist, und was kosten denn die Autos. Wir führen die Fahrt fort. Hier oben verlinke ich euch nochmal den ersten Teil der Sendung, wo es losging auf einer 270 Kilometer Fahrt und ich hatte nur halb geladen, dieses Model 3 Long Range, und muss demnächst laden. Und das steht jetzt an. Wir laden am Supercharger Ulm und da könnt ihr sehen, wie schnell das geht, was das kostet. Ja, viel Spaß dabei. So, jetzt noch ein Thema. Ihr seht jetzt auch, ich habe bereits den Autopilot mal wieder an, also nur die Tempomat, falls mal ohne Autopilot. Ihr seht jetzt hier 2%. So, wir haben noch 28 Kilometer zum Supercharger und ihr seht hier oben 67 Kilometer Reichweite. Wie kommt das? Also erstens, die 2% habe ich ja gesagt, wenn wir an 2% rankommen, dann passe ich auf, dass wir nicht zu schnell sind, weil ich will ja nicht Gefahr laufen, dass wir nicht ankommen. Aber mich natürlich macht das momentan noch nicht nervös. Das muss euch auch nicht nervös machen, denn ihr könnt natürlich jederzeit langsamer fahren. Langsamer fahren heißt dann vielleicht nur noch 110 und wenn es ganz knapp wird, dann Richtung 90. Das könnte man im Notfall machen, das will ich euch aber nicht demonstrieren. Das zweite ist, wie kommt der jetzt auf 64 Kilometer und hier sind es nur noch 27? Das wären ja praktisch fast das Doppelte von dem, was ich brauche, noch zur Verfügung. Das kommt hierher. Wenn ich hier mir mal die Energiekurve angucke, dann sieht er, dass wir praktisch jetzt einen höheren Verbrauch haben, als eigentlich geplant ist. Und deswegen wird es jetzt hier enger, aber das habe ich im letzten Video auch schon mal erklärt, der typische Verbrauch, der dort oben die Referenz ist, also 58 Kilometer Reichweite, hättet ihr, wenn ihr mit diesem Verbrauch fährt, der ist ungefähr bei 140, 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und wir haben jetzt aber einen Schnitt gefahren von 22,8 die letzten 10 Kilometer und deswegen ist meine geschätzte Reichweite jetzt gerade mal 34 Kilometer und deswegen ist das so knapp über diesen 25. Solange ich das jetzt im Blick habe, kann ich jetzt mit 150 weiterfahren und das ist für mich jetzt okay. Und wir werden uns jetzt mal angucken, wie schnell es dann geht. Sobald ich jetzt an die Ausfahrt rankomme, er wird jetzt auch gleich Batterie vorkonditionieren. Das heißt, er wird die Batterie auf die absolut perfekte Temperatur vorwärmen, damit wir dann ganz schnell laden können. Ich checke jetzt nochmal kurz Status. Es sind 13 frei von 18. Also momentan sind 5 Autos da. An einem V2 ist das überhaupt kein Problem und alle 18 funktionieren noch. Und bevor wir reinfahren, zeige ich euch das nochmal. Ich markiere jetzt den nochmal hier als Favoriten, weil ich da auch öfters bin. Der brauchen wir nicht. Gut. Ich sehe jetzt hier auch noch, wo man essen kann,
ob man Kaffee trinken kann, ob man übernachten kann, das würde er hier alles anzeigen. Und das ist natürlich ein ganz nettes Feature. So, da vorne bremst der. Ich bin jetzt einfach mal vom Tempomat runtergegangen und habe die Energie genutzt, weil ich ihn jetzt nicht bremsen lassen wollte. So, und jetzt gehen wir wieder dran. 150 hinten dran. Abstand ist gut. So, also noch 2%. Ihr seht jetzt hier, das ist ganz interessant auf der Anzeige, dass wir jetzt hier etwas stockenden Verkehr erwarten. So einige Kilometer voraus. Das könnte man jetzt natürlich berücksichtigen und jetzt schon langsamer werden, aber ich möchte jetzt einfach mal laufen lassen, um, wie gesagt, so schnell wie möglich ranzukommen. So, jetzt seht ihr genau den Zustand. 1%, 40 Kilometer in der Batterie und es sind noch 16 Kilometer zu fahren. Also jetzt fange ich mal an, etwas langsamer zu fahren und um etwas Energie zu sparen, weil das kann ich natürlich jetzt keinem empfehlen, der so ein Auto neu hat, dass er jetzt hier so Vollgas ranfährt wie ich. Also 1% fange ich jetzt auch schon mal an zu sparen. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt den Gang rausgenommen und bewege mich jetzt mal Richtung 110, weil wir recht stark Gegenwind haben. Oder 120 ist gut. Und jetzt fahren wir mit 120 hinterher. Wir haben jetzt einen Verbrauch gehabt bis jetzt nach 109 Kilometern von 22,6 aufgrund des starken Gegenwindes und natürlich auch aufgrund der kalten Temperatur 4 Grad. Aber 20 km/h ist natürlich auch ein Mehrverbrauch. Das heißt, wir sind jetzt zwar die ganze Zeit 150 gefahren, aber haben einen Winddruck von 150 plus 20 gehabt. Das heißt 170. Und deswegen ist auch der Verbrauch höher. Das ist der Nachteil von Gegenwind. Aber das haben wir heute auf der Strecke ganz klar erlebt. Deswegen, und ihr seht auch, jetzt fahre ich 120 und er geht schon wieder Richtung 2%. Das heißt, jetzt fahre ich auch, taste ich mich wieder ran, jetzt gehen wir mal auf 130 hoch. Und halten das einfach jetzt im Blick mit zwischen 2 und 1%. Und dann braucht man sich auch keine Gedanken machen. Allerdings, ich empfehle natürlich am Anfang nicht unbedingt unter 5% da anzufangen. Für die Batterie ist das auch nicht optimal, wenn sie ganz so weit runtergefahren wird. Aber um mal hier zu zeigen, wie das ist, wenn man etwas sportlicher an das Limit ranfährt. Also ich habe es in den 5 Jahren über 200.000 Kilometern erst 2-mal geschafft, überhaupt auf 0% runterzukommen. Also 0%, 0 Kilometer. Und ich bin dann, glaube, 3, 4, 5 Kilometer mal drüber gefahren. Da gibt es andere Tests, die haben da schon mal über 15 Kilometer genutzt und wurden dann erst, standen sie dann, aber das will ich natürlich niemals erleben. Also das ist auch im Flugzeug mir noch nie vorgekommen. Da würde man auch nicht so nah dran fliegen. Aber, um es euch mal zu zeigen, auf jeden Fall ist das eine Option. Und wenn ich jetzt Zeit minimieren will, dann kann ich natürlich auch mit 2%, 1% an den Supercharger ranfahren und kann das noch relativ sicher machen. Das geht aber wirklich nur, wenn man genau weiß, dass das Start auch funktioniert. Und das kann ich natürlich nur wissen, wenn ich eine Integration in die Navigationskarte habe. Und das ist natürlich das Ziel von jedem anderen Hersteller auch. Die Ladestation, Ionity, ENBW, alles Mögliche, was sie da nutzen, in ihr System so zu integrieren und vor allen Dingen auch den Online-Status darzustellen. Und das funktioniert bei Tesla natürlich wunderbar über die Integration hier über LTE in ihr eigenes Computernetz, was natürlich meldet, ob dieser Supercharger jetzt online ist oder nicht. Und das ist natürlich jetzt für mich der entscheidende Vorteil, auf diesem System meine Planung zu basieren, weil ich natürlich genau so mit absolut hoher Wahrscheinlichkeit weiß, dass ich jetzt nicht enttäuscht werde und dann frustriert das Auto abstelle, weil dann muss ich nämlich immer Reserven haben. Und diese 10%, 15% Reserve müsste ich dann tatsächlich immer einpacken, um sicher zu sein, dass wenn das da nicht klappt, dass ich dann weiterfahren kann. So, und je näher wir uns jetzt an den Supercharger bewegen, desto eher kann ich jetzt auch wieder Gas geben. Also, ich
gib jetzt langsam mal Gas, 135 und behalte jetzt nur noch 8 Kilometer 26 im Blick und kann damit jetzt mein perfektes Timing, um in den Supercharger reinzufahren. Wie gesagt, nicht optimal für die Batterie, weil natürlich, wenn ich sie so leer fahre, das ist nicht perfekt, aber für die Ladegeschwindigkeit ist es natürlich schon okay, weil sie jetzt sehr schnell rangeführt wird. Aber wie gesagt, also 5% unter dem sollte man das nicht machen. Das ist jetzt auch für Demo-Zwecke, dass ihr seht, dass man sich darüber, wenn man sich bewusst ist und das im Tesla-Netzwerk macht, hat man absolute Reserven, dass man das hier online checken kann und dann weiß man auch, dass man sich das erlauben kann. So, also unser Plan ist es jetzt, 20 Minuten zu laden. Ich werde das gleich mitstoppen und dann werden wir mal schauen, wie unsere Ankunftszeit, also Ankunftszeit ist jetzt 17 Uhr, dadurch, dass wir schneller gefahren sind, 16.59 Uhr, haben wir 10 Minuten reingeholt. 17.09 Uhr war die Ausgangszeit und durch das schnelle Fahren haben wir 10 Minuten reingeholt. Und diese 10 Minuten könnte man jetzt natürlich auch länger laden. Das heißt, mein Mehrverbrauch wäre jetzt basierend auf 10 Minuten reingefahren gegenüber dem System. Und wir werden stoppen, wann dieser schwarze Tesla, den wir vorhin überholt haben, wann der denn da reinkommt. Und können dann schauen, wie viel Reichweite wir schon eingeladen haben. So, wir sind jetzt immer noch bei 2%. 15 Kilometer im Akku, 4,4 Kilometer noch zu fahren. Ich erhöhe jetzt mal wieder auf 140 und ihr seht, das funktioniert ganz gut und ich behalte euch jetzt einfach mal dabei, sodass wir ganz genau gucken können, wie das jetzt abläuft. Also ich habe jetzt alles gecheckt, wir können noch mal schauen, es sind jetzt 17 Plätze frei, ein Auto ist dran und wir können das ja mal kurz hier anlassen. Ich gehe noch mal drauf. Ja, sobald ich es bewege, ist es weg. Gut, also 17 Plätze sind frei, es funktionieren 18, das ist gut. 3,1 Kilometer und noch 12 Kilometer im Tacho. Ich gehe wieder auf 150, um einfach unserer Zielsetzung gerecht zu werden. 15.23 Uhr, in 2 Minuten kommen wir an. Und das Schöne an dem Supercharger-Netzwerk in Deutschland ist, dass wir relativ nah an den Autobahnen diese Stationen haben. Und wir stoppen jetzt einfach mal mit, wie lange wir brauchen im Vergleich vom Abfahren bis zum Anstöpseln bis zum Loslegen. Und da zeige ich euch dann den Unterschied zu den Nicht-Supercharger-Netzwerken. Und das ist 2-3 Minuten auf jeden Fall mehr Zeitverlust. Und deswegen ist die Ladegeschwindigkeit hier mit 250 Kilowatt Max so effizient. So, jetzt nehme ich den Autopilot raus. Es ist 15.24 Uhr. Wir fahren jetzt ab. 6 Kilometer Reichweite. Alles rekuperiert. Und ihr seht jetzt hier schon die Punkte. Das heißt, jetzt nimmt er langsam die Power raus, sodass ich gar nicht mehr Vollgas beschleunigen kann, weil wir jetzt nur noch 6 Kilometer im Tank haben, in der Batterie. Also 2% sagt er mir jetzt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie dynamisch, zackig man jetzt hier laden kann. Und wie super das läuft. Wir haben gesehen, es sind 17 Plätze frei. Das heißt, wir erwarten jetzt ein Fahrzeug. Und das müsste da stehen. Schauen wir mal. 18 Plätze frei. Ihr seht's? Jetzt sind 18 frei. Der müsste jetzt gerade abgestöpselt und losgefahren sein. Also wunderbar. So viel zum Thema. Die ganzen Plätze sind dann belegt und wir haben keinen frei. So, mein Standardplatz ist hier am ENBW. Jetzt kommt die Karte rein und ihr seht, es ist 15.25 Uhr. Eine Minute vom Abfahren, bis ich stehe. 15.25 Uhr, Batterie ist niedrig. Ich mache jetzt hier die Klappe auf. Klappe geht auf, ich steige aus. 118 Kilowatt, er lädt jetzt relativ schnell hoch. 15.25 Uhr haben wir angefangen zu laden. Eine Minute, 15.25 Uhr sind wir abgefahren und wir wollen um 15.45 Uhr weiterfahren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie schnell er jetzt hier hochlädt. Ja, also 120 Kilowatt Ladeleistung momentan.
Und hier sieht man jetzt praktisch die Energiekurve für den Trip. Wir sind jetzt bei 4% hier rechts und werden das natürlich. So, wenn ich jetzt hier auf Weiterfahren mache, ihr seht jetzt hier 20 Minuten Ladezeit, Weiterfahren, dann kann ich praktisch hier unten schauen. Meine Kurve ist jetzt bei 4% und ich will natürlich, dass mein Ziel hier rechts mindestens mal bei 0,1% ist. Das wäre das Minimum, um anzukommen. Aber, und das ist natürlich das nächste Wichtige, ich möchte natürlich immer irgendwo hinfahren, ohne da laden zu müssen. Ja, also ich habe in meinen ganzen 5 Jahren noch nicht darauf gebaut, dass ich da ankomme und dann frage, kann ich irgendwo laden? Weil ich dieses Auto so betreiben möchte wie einen Verbrenner. Ich möchte nicht abhängig sein von, ich muss mal fragen, ob ich laden kann. Deswegen werde ich natürlich nachher so vorplanen, dass wir dort zum Ziel fahren, dort warten können, wieder zurückkommen zum nächsten Supercharger. Und das gucken wir uns gleich mal an. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie schnell er lädt. Das heißt, er hat jetzt momentan noch nur 126 Kilowatt an Ladegeschwindigkeit, was aber immerhin 923 Kilometer pro Stunde bedeutet. Und wir haben jetzt nach 3 Minuten Laden schon 31 Kilometer drin. Dieser Strich hier, Limit einstellen, das ist momentan nicht so richtig wichtig. Ich stelle ihn mal auf Trip. Das würde nur bedeuten, dass er nur bis zum Strich lädt, aber wir werden nicht ganz so weit laden, weil wir brauchen ja jetzt nur 20 Minuten für die nächsten 135 Kilometer. So, und hier zeige ich euch das jetzt auch schon mal, was ich jetzt mache. Ich gucke mir jetzt hier mal an, wo sind denn die nächsten Supercharger? Das heißt, um jetzt zu meinen Eltern zu fahren, muss ich dorthin kommen und da ich ja wieder zurückfahren will, auch wieder zu diesem. Das heißt, ich muss jetzt mehr oder weniger mir Gedanken machen, wie weit ist es denn von da nach da, also dahin fahren und wieder zurück. Und das kann ich natürlich relativ einfach machen, indem ich mir angucke und sage, okay, 135 Kilometer sind es zu meinen Eltern und wenn ich wieder zurückfahren will, muss ich das mindestens mal drauf haben. Das heißt, ich gucke mir mal an, wie weit ist es denn zum Supercharger Ulm von hier. Das ist nämlich der, Moment, das ist er nicht. Ich sag mir zum Supercharger, wo ist denn der? Ja, der hier ist es. Zum Supercharger Leonberg. Gucken wir uns das mal an, wie weit das ist. Es sind 95 Kilometer, seht ihr das? So, und 135 waren es vorher. Das heißt, das sind praktisch 40 Kilometer vom Supercharger Leonberg bis, also 95 bis hier, 135 bis hier, würde bedeuten, ich muss 135 plus 40, mindestens 175 Kilometer geladen haben, um zu meinen Eltern zu kommen und wieder zurück zum Supercharger nach Leonberg. Das heißt, 175 Kilometer Minimum. Und ich brauche natürlich Reserven. Ich will also mit 5% ankommen. Das heißt, ich bräuchte mindestens 5%, 10% sind ungefähr 554 Kilometer, also ungefähr 30 Kilometer mehr. Das heißt, mindestens mal auf 200 Kilometern hier oben muss ich kommen, um weiterzufahren. Ja, also so rechne ich das. Und dann weiß ich relativ gut. Also 200 Kilometer Minimum, um zu meinen Eltern 135 wieder zurück zum Supercharger hierhin fahren zu können. Ja, das macht Sinn. Und wenn ich, so wie er das gerechnet hat, mit 22% in Ruid ankommen will, dann wären 22% ungefähr 100 Kilometer Restanzeige und das reicht dann. Ihr seht jetzt hier auch, die Batterie ist jetzt aus diesem niedrigen Stand raus und ist jetzt in der Lage, 138 Kilowatt Leistung aufzunehmen. Und deswegen laden wir jetzt schon mit 1009. Ja, warum sind das jetzt nicht 150 Kilowatt? Wahrscheinlich ist die Batterie noch etwas im, also nicht heiß genug, weil es einfach draußen so kalt ist und wir jetzt auch nicht super schnell gefahren sind. Deswegen aber 138 von 150 maximal ist schon ganz gut. Ja, was mache ich jetzt noch? Ich habe jetzt theoretisch noch
13 Minuten Zeit. 15 Minuten sagt er zum Weiterfahren. Und wenn ich hier über 200 habe, dann reicht mir das auch. Aber ich will ja schneller fahren. Deswegen will ich auch ein bisschen mehr da drin haben. Aber ich habe mir jetzt den Wecker gestellt. Und was macht man jetzt noch? Jetzt könnte man ja mal gucken, ob man irgendwo ein stilles Örtchen findet. Und wenn ich jetzt nur noch 10 Minuten dafür habe, dann muss ich mich jetzt schon beeilen. Und danach reden wir mal nach dieser Erfahrung, wie es so ist, mit so einem Auto zu laden. Das war ja unser zweiter Problempunkt. Wie schnell lädt man und wo ist unser Ladenetz? Also, bis gleich. Ja, so lädt er jetzt hier. Seht ihr immer noch, ist alles frei. Da drüben lädt jetzt ein ID3 da hinten bei ENBW. Aber ich wollte euch jetzt noch mal kurz zeigen, warum das so schnell geht. Ja, weil hier einfach nichts zu bedienen ist an dieser Station. Man nimmt einfach, das ist jetzt der für den Model S, der normale CHAdeMO-Stecker. Und hier oben hing jetzt praktisch der CCS-Stecker. Und man nimmt den einfach raus und steckt ihn rein. Und sonst braucht man gar nichts machen. Und das Fahrzeug erkennt dann automatisch, welches das ist und rechnet das dann auch entsprechend ab. So, dann werden wir mal gucken. Es geht gleich weiter. Ihr seht, er zeigt mir jetzt noch an, 5 Minuten zum Weiterfahren. Wir haben jetzt schon 200 Kilometer drin und schaut euch das nochmal an hier vom Panorama. Super cool. Wir sind jetzt auch gestiegen, 569 Höhenmeter. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass der Verbrauch höher ist. Wir haben immer noch 4 Grad und ihr seht, wir sind jetzt bei 37%. Das ist hier die Ladekurve, beziehungsweise bis 80% sagt man ja meistens, sollte man maximal laden. Ihr seht schon bis 50% und dann wird er schon langsamer. Und wir sind jetzt nur noch bei 59 Kilowattstunden, also durchschnittlich 433 und können jetzt gleich nochmal Resümee machen nach 200 Kilometern, um die Frage zu beantworten, wie lange braucht man denn, um zu laden? Also wir haben um 15.25 Uhr angefangen, es sind jetzt 16 Minuten vergangen und wir sind bei 200 Kilometern. Das heißt 8 Minuten. So. Ihr seht, noch 2 Minuten, dann haben wir 15.45 Uhr und dann können wir weiterfahren. Ich habe ja gesagt, 200 Kilometer will ich mindestens haben, um die Strecke zum Ziel zu fahren und wieder zurück zum Supercharger in Leonberg. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon drin und dementsprechend passt das auch. Er sagt mir, momentan komme ich mit 12% dort an. Ich habe ja gesagt, 10% ist Minimum, um dann zu fahren. Wir warten jetzt aber noch kurz, bis er soweit happy ist, weil ich ja auch ein bisschen schneller fahren will. Und deswegen gönne ich mir jetzt einfach noch die Zeit, dass wir hier ein bisschen was reinladen. Und ihr seht auch, er hat jetzt wieder Gas gegeben. Also wahrscheinlich hat er so ein bisschen reguliert. Und jetzt zieht er auch nochmal gut Geschwindigkeit nach. Und deswegen können wir das jetzt nochmal gerne mitnehmen. Ich gucke jetzt nochmal an. Wir hatten ja gesagt, 17.10 Uhr wollen wir ankommen. Also das wäre jetzt auch durchaus sinnvoll abzufahren. Da schauen wir uns gleich an, weil ich habe natürlich keine Lust, heute Abend auch langsamer zu fahren. Aber wir fahren jetzt einfach mal so, wie er das gerechnet hat. Und wenn er dann sagt, so jetzt ist gut, dann fahren wir auch weiter. Ja, also er hat 250 Kilometer nachgeladen, ist alles wunderbar. Ich könnte jetzt in der Zwischenzeit natürlich hier im Internet machen, Netflix gucken oder ich gucke jetzt mal kurz, wie das neueste Video von gestern funktioniert. Das heißt, man hat also wirklich kaum Langeweile hier drin und ihr seht auch, deswegen ist das Laden so angenehm. Ja, deswegen ist es so angenehm und es ist natürlich cool, mein eigenes Video hier zu sehen. Also das ist der Teil 2, den habe ich ja vorhin erst hochgeladen und ihr könntet jetzt theoretisch hier sogar gucken. So, das heißt, wir fahren jetzt gleich weiter. Ich bin soweit klar, wir haben 21% drin. Wir können noch mal kurz gucken. Ja, schauen wir uns einfach noch mal kurz. 16 Kilometer machen wir jetzt noch, damit wir 300 zugeladen haben. Dann kann ich euch nämlich eine ganz gute Zeit angeben und sagen, okay, was haben wir jetzt gebraucht, um 300 Kilometer zu laden? Und dann habt ihr eine ganz gute Referenz. Und dann können wir auch das zweite Problem bei den Elektroautos besprechen. Wie lange dauert denn das Laden?
Wir haben gesagt, 20 Minuten wollten wir laden, um weiterzukommen. Das hätten wir jetzt locker geschafft. Wir hätten schon vor 100 Kilometern locker ablegen können. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir mal 300 Kilometer nachladen und schauen uns dann an, wie lange das gebraucht hat. Er sagt jetzt auch zum Beispiel genug Ladung zum Weiterfahren. Das ist also alles wunderbar. Und deswegen können wir jetzt auch gleich 150 weiterfahren und fühlen uns jetzt soweit ganz gut. So. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt noch die 4 Kilometer und dann hören wir auf und dann geht es weiter. Ich zeige euch jetzt noch, wie man schnell abstöpselt. Also 298, 299. Hier würde jetzt die Kosten angezeigt werden. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. So, ich mache jetzt gleich Stopp. Seht ihr, 302 entriegeln. Und jetzt steige ich aus. Jetzt ist die Klappe hier auf, die Tür geht auf und kommt mit. Einfach rausnehmen, hier reinhängen, die Klappe geht automatisch zu, ich steige ein und die Tür ist zu, ich schnall mich an und es geht weiter. So, jetzt wird es nochmal spannend und zwar, wir sind jetzt auf 780 Meter Höhe. Hier, das ist jetzt Drackensteiner Hang in der Nähe von Stuttgart, zeige ich das mal. Und wir fahren jetzt den Berg runter. Drackenstein, hier ist der Stuttgarter Flughafen, hier Stuttgart, hier war jetzt Ulm, Stuttgart, also dazwischen. Und wir fahren da jetzt runter und jetzt ist der Autopilot weiter an. Wir haben hier 110 Max Geschwindigkeit und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das System jetzt Energie zurückgewinnt und weshalb hier auch die Bremsen super geschont werden. Das heißt, er holt jetzt diese potenzielle Energie wieder zurück. Ich habe jetzt auch gerade mal den Wind gecheckt, 310 mit 14 Knoten. Also gute 25 km/h Windgeschwindigkeiten und jetzt 80. Gut, dann regeln wir das mal ein. Er hat jetzt kurz gepiepst, weil wir zu schnell waren. Er ist jetzt runtergeregelt, das passt. Und jetzt geht es auch gleich den Berg runter und das ist jetzt das Schöne, dass man natürlich jetzt hier nicht bremsen muss, sondern die Energie wird zurückgespeist und das Fahrzeug erhitzt nicht die Bremsen, sondern die Bremsen bleiben völlig geschont. Also auch bei so einer Abfahrt. Das heißt, auch wenn man in bergigen Gebieten, jetzt ist jetzt von 737 Metern, fahren wir jetzt schon einiges runter und das ist natürlich toll. Abstand habe ich jetzt, machen wir mal 3. Und das Auto fährt völlig alleine. Und das ist halt einfach das Schöne. Mit so einem System kann man relativ entspannt weite Distanzen fahren, weil man einfach sich nicht so konzentriert und so angestrengt ist, wie wenn man alles selber macht. Das ist einfach so. Man hat mit weniger Energie genau die gleiche Übersicht, als wenn man nebenbei noch andere Tätigkeiten ausübt. So ein Fahrvorgang ist auch Multitasking, denn man muss Gas geben, man muss lenken und alles im Blick behalten. Und wenn man halt diese beiden Funktionen nur überwacht, dann kann man etwas Energie sparen. Das machen wir jetzt gerade. Hier ist auch die Autobahn etwas gesplittet, aber das Wetter ist echt gut. 6 Grad haben wir jetzt noch, 650 Meter hoch, also jetzt sind wir gleich 100 Meter abgefahren, 100 Höhenmeter. Und ihr seht hier oben, es ist grün, das heißt, das System speist jetzt das Auto, die Batterie zurück. Das hat er natürlich in seiner Reichweitenplanung alles drin, also dieses Profil. Das ist hier auch erkennbar, das seht ihr hier. Da ist der Verbrauch nicht eine gerade Linie, sondern ihr seht jetzt auch, dass das Programm flacher wird. Und das flacher heißt, dass er weniger verbraucht. Und das liegt halt daran, dass man jetzt die potenzielle Energie aus der Höhe wieder nutzen kann. Ich gehe jetzt mal nach rechts, weil hinter mir kommen ein paar, die wahrscheinlich schneller fahren wollen als erlaubt. Dann sollen die das tun. Schauen wir mal, wer das so ist. Und ich gehe jetzt wieder rüber, weil da vorne sind einige LKWs. So, Autopilot wieder an.
Ja, also daran hat man jetzt gesehen, es geht jetzt bergab. Und wenn es gleich berghoch geht, dann steigt natürlich auch die Kurve. So, wir haben jetzt 545 Meter, das heißt, wir sind fast 200 Meter an Höhe haben wir hier runter. Ups. Kandidaten, die drängeln und schneller fahren als erlaubt. So, fahren wir mit der 150. Was noch ein ganz guter Gedanke ist, wenn ich mir jetzt überlege, ich fahre einen Berg runter und ich sehe hier vorne, dass er jetzt rekuperiert und es ist ganz gering, dann kann ich mir überlegen, ob ich ihn vielleicht nicht lieber segeln lasse, also raus und die Energie nicht zurückführe, sondern die Energie nutze, um ohne Energieverbrauch einen Berg runterzufahren. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn man nicht schneller wird, weil wenn man schneller wird, verbraucht man natürlich auch mehr durch den Widerstand. Und irgendwann hält sich das Gleichgewicht. Bei der Rekuperation hat man ja etwas Energieverluste, die man natürlich vermeidet, indem man rollen lässt. Auf der anderen Seite verbraucht man mehr, wenn man schneller dort runterrollt als die 120. Und deswegen ist das manchmal eine Idee. Wenn ich das jetzt hier mache, dann werde ich wahnsinnig schnell, also dann gehe ich Richtung 140. Und das ist natürlich nicht effektiver, als wenn ich jetzt rekuperiere und deswegen lasse ich ihn jetzt rekuperieren. Dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, wir haben jetzt noch 30 Minuten, so lange wird der Film zwar nicht mehr dauern, aber wir haben noch 30 Minuten einiges zu besprechen. Also wir fahren jetzt hier an dem Supercharger vorbei. Die dritte Frage war ja, nachdem wir Reichweite mal untersucht hatten, nachdem wir untersucht haben, wie schnell wir eigentlich laden können an so einem Supercharger,
kommen wir jetzt noch auf das Netz. In dieser Software hier ist online, gibt es verschiedene Ladestationen. Das sind hier die langsamen Lader, die seht ihr hier auf dem Display dann auch. Hier sind die etwas schnelleren Destination Charger und was es sonst noch so alles gibt. Hier seht ihr die Geschwindigkeit und natürlich die ganz schnellen Lader, die Dreierlader, das sind die Supercharger. Die seht ihr hier alle drin. Hier gibt es noch andere Stationen, die habt ihr auch drin, BayWa Charging. So, jetzt ist aber echt die Frage, wieso sollte ich solche Stationen unterwegs nehmen, wenn ich ja doch die Supercharger habe, mit denen ich über meinen Tesla-Account abrechnen kann, wo ich ohne irgendwelche Ladekarten, ohne irgendwelche Verträge laden kann. Also ich habe das wirklich in meinen letzten 5 Jahren kein einziges Mal gemacht, außer natürlich für Testzwecke. Habe ich einmal an einem Ionity versucht, das Model 3 zu laden. Das hat auch funktioniert. Allerdings war das natürlich auch wiederum nur möglich mit entsprechender Registratur und einiger Zeit, die es braucht, bis das überhaupt mal losgeht. Und das war natürlich nur für einen Test. Ansonsten privat würde ich natürlich dort nicht laden, weil ich mit den 36 Cent, die ich hier für eine Kilowattstunde bezahle, durchaus günstig bin, auch ohne einen Jahresvertrag zu haben. Und jetzt ist natürlich genau der Punkt, entweder man zahlt die 36 Cent oder man hat natürlich Freikilometer, die habe ich natürlich auch durch die Referrals. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr einen Tesla dann habt, auch machen. Dann bekommt ihr einen Referral-Code und mit dem könnt ihr dann werben und entsprechend auch 1500 Kilometer euch gutschreiben lassen, wenn jemand ein neues Auto kauft. Der freut sich über 1500 Kilometer, wie viele meiner Abonnenten, die jetzt schon ein Auto gekauft haben, und als kleinen Dank dafür bekomme ich das dann auch und so kann ich natürlich jetzt hier kostenlos laden und das könntet ihr natürlich dann auch. Deswegen ist es also völlig, also nicht nur kostenmäßig, nicht wahrscheinlich irgendwo anders zu laden, sondern einfach auch die Einfachheit. Ihr habt das gesehen in dem Video, wie einfach ich da dran fahre, wie ich den Status sehe, dass alles funktioniert. Anstöpseln geht super schnell und auch die Ladegeschwindigkeit ist sehr schnell. Und das macht es so einfach, unwahrscheinlich irgendwo anders zu laden. Und ihr habt auch gesehen, wie ich das berechne, dass ich relativ sicher weiß, ich fahre da jetzt hin zum Ziel, parke da, verbringe da meine Zeit und werde dann wieder zurückfahren und am nächsten Supercharger kann ich dann für die Rückfahrt wieder laden. Also so viel zu diesem Ladenetz. Und diese langsameren Lader, die nutze ich eigentlich so gut wie nirgendwo, außer wenn ich jetzt wirklich gezielt irgendwo hinfahre, wie zum Beispiel zum Saturn oder Mediamarkt oder Lidl oder Kaufland und die dort vor Ort so 11 Kilovolt Ampere Schnellladesysteme haben, dann kann man nämlich so um die 60 Kilometer pro Stunde laden und wenn man da eine halbe Stunde lädt während der Einkaufszeit, dann hat man halt 30, 40 Kilometer geladen und das ist dann kostenloser Kundenservice und ja, dann nehme ich das halt auch gerne mal mit, denn das ist ja praktisch auch eine Honorierung dafür, dass man dort einkauft und das zeigt eigentlich sehr futuristisches, fortschrittliches Denken, wenn so ein Einkaufsladen schon derartige Ladeplätze anbietet. Dafür habe ich dieses blaue Kabel im Kofferraum und das habe ich dabei. Das ist auch bei Tesla gratis mitgeliefert. Und dann kann man sich da relativ problemlos anstöpseln. Und ich mache das auch wirklich nur, weil ich dann auch keine Karte brauche und gar nichts. Und das funktioniert halt auch. Und ich muss mich da nicht immer ärgern. Manchmal geht es auch nicht und dann lasse ich es wieder. Aber das nehme ich dann schon. Aber diese ganzen anderen Ladepunkte hier, die sind für mich also völlig ungenutzt. Und ich habe es bisher noch nicht für nötig empfunden, derartige Posten anzusteuern. Denn ihr seht hier auch überall in der Nähe von den Zielen sind die Supercharger. Die sind alle 50 Kilometer. Normalerweise hat man so einen. Und deswegen ist das völlig ausreichend. So, hier ist jetzt 120. Jetzt fahren wir mit 120. Ihr seht schon, die 150 sind fast nicht durchzuhalten. Aber um gleich stammtischmäßig reden zu können. Ich bin heute mit 150 maximal wohin gefahren, immer dann, wenn es möglich war. Jetzt kommt ein schöner Porsche, das ist natürlich immer cool, wenn man hier in der Nähe von Weissach ist. Das ist übrigens auch meine fliegerische Heimat. Und hier ist Weissach, hier vorne seht ihr das, Porsche Testzentrum. Und hier ist natürlich immer cool, hier kann man schöne Porsches sehen. Da freue ich mich natürlich immer, wenn ich hier vorbeifahre und dann mal zackig hinter einem herfahren kann. Hier kommt jetzt gerade ein neuer, schöner 992 Turbo S. Wow, das ist natürlich cool. Da wollen wir jetzt gleich mal hinten dran und
bin jetzt hier gerade. Seht ihr, hier ist jetzt Geschwindigkeitsbegrenzung weg. Jetzt schauen wir mal, ob der gleich mal Gas gibt und wir gucken, ob wir dranbleiben. Da seht ihr, er gibt ein bisschen Gas. Ich schau mal, ob ich hinten dranbleiben kann. Der fährt mir natürlich jetzt weg. Das wäre jetzt ein super Auto, um mit einem Model 3 Performance mal zu gucken, was hier so geht. Und vor allen Dingen natürlich auch mit dem Model S Plaid. Denn das ist natürlich jetzt hier ein 220.000 Euro Auto vor mir. Ein Turbo S 911. Und das ist natürlich dann schon ziemlich cool, weil der ist natürlich super, super schnell. Also das wäre auch einer der 911er, den man in die Zeit retten sollte. Denn dieser Turbo S ist wahrscheinlich der letzte Verbrenner. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn der 225 Turbo S 993 wird wahrscheinlich elektrisch. Das glaubt zwar Porsche selbst noch nicht, aber davon gehe ich mal schwer aus, denn der Automarkt wird sich die nächsten 3 Jahre so dramatisch entwickeln, dass auch die letzte Firma erkennen wird, dass es Zeit ist, das geilste deutsche Auto, der Porsche 911, mal als Elektroplattform aufzusetzen, denn das wäre auch ein Porsche, der mir gefallen würde als Elektro. Jetzt schauen wir mal. Der ist schon cool. Aber ihr seht auch die Keramikbremsen. Wunderbar cool. Alter Schwede, das ist natürlich schon ein Hammerauto. Also das wäre neben dem Porsche GT3 992 der Porsche, den ich jetzt am liebsten haben würde. Im Elektrobereich würde ich ganz klar Model S fahren wollen. Model S Plaid. Denn das Ding ist wesentlich schneller als ein Porsche Taycan. Turbo S. Und ich würde mir einen 992 GT3 kaufen, den neuen, wenn ich das Geld dafür hätte. Oder einen Porsche Turbo S, wobei mir gefällt der GT3 besser, denn ich bin handgeschaltet, finde ich besser. Aber das sind natürlich alles Träumeleien. Ja, es ist schon ein besonderes Gefühl, in so einem Model 3 zu fahren. Ich kann euch nur einladen, das selber mal zu probieren. Einfach unter tesla.com eine Probefahrt buchen und dann schaut euch das mal an. Ansonsten hier auf dem Kanal bei Elon Motors TV bekommt ihr 5 Jahre Erfahrung auf Teslas und Elektroautos. Ich teste natürlich für euch auch alle anderen Elektroautos, sofern sie interessant mir erscheinen. Porsche Taycan bin ich auch schon gefahren und demnächst Mustang Mach-E. Ja, wer noch nicht hat, einfach abonnieren, ist kostenlos. Elon Motors TV ist eine Automobilsendung der Autowende hier auf dem Elon Earth and Space TV Kanal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, viel Spaß!